Lektion 160. Ich bin daheim, die Angst ist hier der Fremde. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und wenn ihr diese Lektion lest, fällt euch da nicht auf, wie oft ihr ängstlich oder angstvoll seid? Und bemerkt ihr nicht, wie oft ihr angsterfüllte Filme schaut oder angsterfüllte Fernsehshows? Diese Musik, die sie spielen und diese Musik, die dazu gemacht ist, dich ängstlich zu machen. Glaub es oder nicht, aber es trennt dich von deinem Wissen von Gott. Deshalb insistieren wir so darauf, dass ihr aufhört, diese gewalttätigen Filme zu schauen. Und angsterregende Shows und die Nachrichten und so, solche Dinge. Denn jedes Mal, wenn dein Bewusstsein angsterfüllt ist und wenn Angst dein Herz und deinen Geist erfüllt, dann wirst du mehr von der Liebe getrennt. Und du wirst getrennt von dem, was du Gott oder dein Selbst nennst. Und heute bitten wir euch, einen Pakt mit euch selbst zu schließen, dass ihr euch nicht länger angstauslösende und horrorartige Informationen anhört. Und dass du, wenn du das Radio anmachst und du hörst etwas über einen Mörder in deiner Gegend, dass du das dann ausmachst. Und dass du deinen Geist nicht hasserfüllten und angstauslösenden Informationen aussetzt. Und wenn du deinen Computer anmachst oder deinen Fernseher, falls du noch einen hast, dass du den Moment bemerkst, wenn Angst in dir ausgelöst wird. Und würdest du, wenn du wüsstest, dass das dein Leiden verursacht, und würdest du, wenn du wüsstest, dass das deine Verbindung zum Göttlichen trennt, würdest du dir das dann immer noch anhören? Denn wenn du das tust, dann tust du das absichtlich und du nutzt deinen freien Willen, um deine wahre Natur von dir fernzuhalten und die Liebe, die dein natürliches Erbe ist. Achte darauf, wofür du deinen freien Willen nutzt. Wenn du ins Kino gehst, bist du dann angetrieben von dem Diktat der Gesellschaft. Und wenn du einen Film anschaust, wo Millionen von Menschen ermordet werden oder Hunderte von Menschen ermordet werden, oder schaust du dir einen Film an über Traurigkeit oder Unglücklichsein oder Seitensprünge oder angsterfüllte Ideen über Beziehungen und unglücklichen Sex? Warum schaust du dir diese Art von Informationen an? Stoppe und frag dich selbst, warum schaue ich diesen Film an? Ist es, weil ich verführt wurde, zu glauben, dass dieser Filmstar hier das Maß aller Dinge in meiner Welt ist? Fragt euch diese Fragen, ihr Geliebten. Angst ist nicht euer natürliches Zuhause, die Liebe ist es. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich sehe euch morgen wieder.